Tag zusammen. Wir wollen uns in diesem Video nun mit dem Nappler-Operator beschäftigen und der Anwendung des Nappler-Operators auf skalare Felder. Das heißt, wir wollen uns den Gradienten berechnen. Der Gradient gibt quasi die Steigung an, in welche Richtung bei einem skalaren Feld also sich die Niveauflächen am stärksten verändern. Machen wir uns das an einem Beispiel klar, was wir im vorherigen Video uns überlegt hatten. Wir haben uns also eine skalare Funktion definiert, phi, die von x, y, z abhängt. Die hat einen Wert phi 0, also eine Konstante minus r. Und wir hatten r gesagt, das sind die Abstände vom Ursprung, also x² plus y² plus z² und daraus die Wurzeln. Also lassen wir uns das nochmal visualisieren. Wie sieht diese skalare Funktion aus in der xy-Ebene? Also wir haben Kreise oder Kugeln um den Ursprung herum. Das sind jetzt hier unsere Niveauflächen. Und was uns nun interessiert bei dieser skalaren Funktion, in welche Richtung ist die größte Steigung? Also das Anwendungsfall sehr plakativ ist, wenn man jetzt Höhenlinien auf einer Karte hat oder entlang eines Berges, man möchte auf dem schnellsten Wege zum Gipfel, dann geht man immer in die Richtung der größten Steigung und diese Richtung gibt der Gradient an. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu den Nappler-Operator. Das ist ein Vektor, dargestellt durch das umgedrehte Dreieck mit einem Vektorpfeil. Das ist ein Vektor jetzt im kartesischen Koordinatensystem mit den drei Koordinaten x, y und z. Aber, und das ist jetzt das Besondere an diesem Operator, deswegen auch der Begriff des Operators, in den drei Vektorkomponenten stehen jetzt keine Variablen oder Zahlen, sondern eine Rechenvorschrift, nämlich die partielle Ableitung. Und zwar steht in der x-Komponente die partielle Ableitung nach x, in der y-Komponente steht die partielle Ableitung nach y und in der z-Komponente steht die partielle Ableitung in z-Richtung. Das ist der sogenannte Nappler-Operator. Ich will das nochmal etwas anders schreiben, damit es etwas einfacher oder klarer ist. Ich will diese partiellen Ableitungen schreiben als dx, dy, dz. Also dass damit dieses dx ist, also dann die partielle Ableitung in x-Richtung. Partielle Ableitung in x-Richtung. Damit man es etwas kompakter schreibt. Jetzt kann man mit diesem Nappler-Operator ganz genauso wie mit Vektoren rechnen. Das heißt, also wenn wir diesen Vektor hier auf ein skalares Feld anwenden, dann ist es halt eine Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar. Wir werden in den weiteren Videos uns noch mit der Divergenz und der Rotation beschäftigen. Das heißt, wir können natürlich auch eine Vektormultiplikation durch ein Skalarprodukt ausführen. Das heißt, dieser Vektor angewendet auf ein Vektorfeld. Das ist dann die Divergenz und entsprechend die Rotation. Hier jetzt also einmal angewendet, dieser Nappler-Operator auf unsere skalare Funktion. Das heißt, wie sieht das aus? Hier haben wir also hier unseren Nappler-Operator angewendet auf unser Phi von x, y und z. Ja, wie sieht das jetzt aus in der mathematischen Betrachtung? Wie gesagt, dass es jetzt eine mathematische Rechenoperation ist und keine Zahlen oder Variablen, soll uns an dieser Stelle gar nicht stören. Was machen wir also? Wir haben jetzt hier die drei partiellen Ableitungen, dx, dy, dz, dz und wenden das an auf unsere Funktion phi, auf unser Skalarfeld. Das ist natürlich eine Komponentenweise, das heißt, wir haben hier die partielle Ableitung nach x von unserem skalaren Feld. Wir haben die in der y-Komponente die partielle Ableitung nach y und entsprechend nach z. Und das Ergebnis, was wir natürlich aus dieser Rechenoperation rausbekommen, wenn wir einen Vektor mit einem Skalar multiplizieren, das Ergebnis ist natürlich ein Vektor. Das heißt, wir erhalten dann am Ende ein Vektorfeld. Diese Rechenoperation wollen wir jetzt mal ausführen, also jetzt angewendet hier auf unser spezielles Beispiel mit diesen Niveauflächen. Und wollen wir mal gucken, was bekommen wir damit als Gradienten unserer skalaren Funktion heraus. Machen wir das also komponentenweise, fangen wir an mit der x-Komponente unseres Vektors. Das heißt, wir berechnen jetzt die partielle Ableitung unserer Funktion phi von x, y und z nach x. Na gut, schreiben wir das mal auf. Also wir haben die partielle Ableitung d nach dx. Und dann haben wir hier
das Phi 0 minus, und nochmal hier, Wurzel aus x² plus y² plus z². Davon brauchen wir die partielle Ableitung. Das heißt, die erste Komponente, das Phi 0, ist eine Konstante. Die fällt also raus. Das heißt, es bleibt übrig, dass wir hier minus d nach dx. Und dann müssen wir die partielle Ableitung von x² plus y² plus z² hoch 1/2. Schreiben wir die Wurzel um, dann ist es etwas einfacher in der Ableitung. Na gut, das ist einfach. Der Exponent kommt nach vorne, wird um 1 verringert. Das heißt, wir kommen als Ergebnis damit raus, das ist also minus 1/2 mal x² plus y² plus z² hoch minus 1/2 multipliziert mit der inneren Ableitung. Die innere Ableitung, das sind 2x. Das heißt, wir bekommen raus, das 1/2 kürze ich raus, wir haben hier minus x durch Wurzel aus x² plus y² plus z² stehen. Das heißt, die Wurzel kommt in den Nenner. Ja, und das ist gerade minus x durch r. Ja, das können wir jetzt für die anderen beiden Komponenten analog machen. Dadurch, dass unsere Funktion ja symmetrisch ist, also wir haben x², y², z², entsprechend hier unter der Wurzel mit einem negativen Vorzeichen, ergeben sich dann analog, also für die y-Komponente, je nach der y, also hier haben wir jetzt die y-Komponente, was passiert, also Phi von x, y und z, ergibt sich entsprechend, das will ich jetzt hier nicht vorrechnen, y minus y durch r, und analog für die z-Komponente unseres Gradienten, partielle Ableitung unserer Funktion Phi von x, y und z in z-Richtung, bekommen wir auch mit dem gleichen Rechenweg minus z durch r. So, und jetzt haben wir diese drei Komponenten unseres Vektors, die x, die y und die z-Komponente. Dann können wir die jetzt einmal aufschreiben. Das heißt also, wir haben jetzt hier der Gradient von Phi oder Nappler angewendet auf Phi, ist also minus x durch r, minus y durch r und minus z durch r. Ja gut, das können wir jetzt aber auch noch umschreiben. Wir können das minus r rausziehen. Das heißt, hier steht also minus 1 durch r mal x, y und z. Naja gut, und dieses x, y und z, das ist ja gerade der Radiusvektor x, y, z. Das heißt, wir bekommen Nappler Phi ist also minus der r-Vektor durch die Länge des Vektors. Das ist ja gerade genau die Definition. Und das ist im Prinzip ist ja gerade minus n. Und das ist quasi der normalen Vektor. So ist ja entsprechend die Definition. Das heißt, wie sieht jetzt also dieses Nappler aus, wenn wir das anwenden, das Nappler auf unsere skalare Funktion, auf unser Beispiel? Na gut, das sind jetzt entsprechend die an jedem Ort. Gucken wir uns an, in welche Richtung haben wir die größte Steigung, das größte Anwachs. Jetzt haben wir hier noch das negative Vorzeichen, das müssen wir noch berücksichtigen. Das größte Anwachsen zeigt immer nach innen. Das heißt, wir haben quasi hier an jeder Niveaufläche zeigen diese Vektoren alle in Richtung des Ursprungs. Und je näher wir an den Ursprung kommen, desto kürzer werden entsprechend diese Vektoren. Also das heißt, damit haben wir entsprechend das Gradientenfeld. Und das ist natürlich jetzt ein Vektorfeld. Ja, ergibt sich ja genau aus dieser Darstellung hier. Das Ergebnis ist ein Vektorfeld mit den Komponenten x, y und z. Minus 1 durch r. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Vektorfeld definiert als Gradienten unseres skalaren Feldes. Als nächstes wollen wir uns dann noch angucken, was passiert, wenn wir jetzt diesen Nappler-Operator, den wir hier definiert haben, wenn wir den nun anwenden auf die beiden Vektorfelder, auf ein Quellenfeld und ein Wirbelfeld. Das gucken wir uns in den nächsten Videos an. Diese Schreibweise hier, das ist also die Anwendung des Nappler-Operators auf das skalare Feld, das wird in der Mathematik und in der Physik teilweise auch
geschrieben als Gradient von Phi. Das heißt, dass man den Gradienten als Operator in der Form schreibt. Gemeint ist damit immer die Multiplikation unseres Nabla-Operators, des Vektors mit einem Skalar. In der Schreibweise aber teilweise auch so, dass also Grad Phi meint also immer diese Rechenoperation, die hier auf der linken Seite steht. Entsprechendes gilt auch für die Divergenz und Rotation, dass diese entsprechenden mathematischen Operationen dann auch mit einer entsprechenden Darstellung aufgeführt wird.